Hallo, liebe Freunde unserer Forschungen zu den Rätseln unserer Geschichte und zu Portalen. Heute führen wir euch nochmal in die Kollenbruchwiesen bei Groß-Gerau, wo im letzten Jahr dieses seltsame Foto entstanden ist. Das Video dazu habe ich unten nochmal verlinkt, falls ihr es noch nicht kennen solltet. Vor ein paar Tagen war ich nun zusammen mit Sonja Amsler nochmals dort, weil wir immer noch auf der Suche nach einer Lösung für dieses Rätsel sind. Wir haben mit unserer neuen Spule, die unser Kollege Axel für uns gewickelt hat, und unserer neuen Wärmebildkamera das Areal noch einmal näher unter die Lupe genommen. Ich hatte bereits im Herbst bei einer Messung festgestellt, dass auf dem Weg, an dem das merkwürdige Foto entstanden ist, eine hohe Energie im VLF-Bereich, also im Bereich der niederfrequenten elektromagnetischen Wellen, herrscht und starke Impulse auftreten. Das wollten wir nun noch ein wenig näher untersuchen. Sonja schaut hier mit der Kamera ein wenig nach oben in die Äste der Bäume, die etwas gespenstisch in die Höhe ragen. Wir sehen die Wolken, das Wetter war ein wenig trüb, aber es gab auch helle Stellen im Himmel. Wir hatten an diesem Tag bereits, als wir auf den Weg abbogen, das Gefühl, als könnten wir die Energie schon spüren, die dort herrscht. Meine Messung vom letzten Jahr deutete ja schon darauf hin, dass hier eine kleine Anomalie bestehen könnte. Doch die Frage ist, ob diese ausreicht, um das merkwürdige Foto entstehen zu lassen, das Astrid im März 2022 dort aufgenommen hat. Was ist ihr damals, wie man so sagt, vor die Linse geraten? Es war doch der Kopf einer Frau, die überhaupt nicht anwesend war. Astrid und ihr Lebensgefährte waren ganz alleine da. Sie stand ein wenig abseits in der Wiese und wollte einfach schöne Fotos von den Bäumen machen, die jetzt ja auch hier in diesem Video zu sehen sind. Die Bäume, natürlich ohne diese Frau, deren Foto irgendwie in den mittleren Streifen des Bildes geraten war. Ein Zeitriss oder ein Riss in der Matrix, wir wissen es ja immer noch nicht. Und hier blende ich das Bild nochmal ein. Es sieht ja tatsächlich so aus, als sei der mittlere Streifen, in dem der Kopf der Frau zu sehen ist, geringfügig verschoben. Wir hatten damals einige Tipps bekommen, wie so etwas durch einen Bildfehler zum Beispiel zu erklären ist. Aber dann hat sich ein Techniker der Sache angenommen und er war recht ratlos. Der Streifen ist nämlich nicht verschoben, sondern gedreht. Ich zitiere Kurt Dietrich mit seiner Zustimmung. In der Mitte ist die Drehung am stärksten. Die Bäume waren alle um ca. 8 Grad nach links gedreht. Rechts daneben gab es keine Drehung. Und in den beiden äußeren Rechtecken betrug die Drehung jeweils 4 Grad nach rechts. Ich kann mir nicht erklären, wie dieser Dreheffekt technisch zustande gekommen ist, vom Erscheinen der Frau natürlich ganz zu schweigen. Zitat Ende. Und jetzt wenden wir uns der Untersuchung des Flecks mit der Wärmebildkamera zu. Wir haben hier die Aufnahme mit zwei eingeblendeten Spotmessungen, rechts oben und links unten, man kann das erkennen, an dem Kreuz. Die Temperatur links unten, also im Bereich des Schilfs und der Büsche, betrug knapp über 9 Grad. Das schwankt ein wenig, denn die Gräser bewegen sich und ich hielt die Kamera auch nicht ganz ruhig, so ist das natürlich zu erklären. Wir hatten die Kamera an diesem Tag zum ersten Mal im Einsatz und hatten an einem anderen Ort schon ein wenig probiert. Doch jetzt erlebten wir eine kleine Überraschung. Plötzlich schienen Flecken sich für einen kleinen Moment zu erwärmen.
Man sieht es an der Farbe, es wird heller, es wird hellgelb, fast weiß. Und für den Bruchteil einer Sekunde zeigte der Spot 19 Grad an, also 10 Grad mehr. Dann ging die Temperatur sofort wieder zurück, lag jedoch ab diesem Moment höher als vorher. Dann schwankte die Angabe permanent von 11 Grad bis etwas über 12 Grad. Was hatte diese Stelle so plötzlich erwärmt? Ein Tier konnte es nicht gewesen sein, denn das hätte nicht so schnell auftauchen und in Bruchteilen einer Sekunde wieder verschwinden können. Das hätte man außerdem zumindest gehört, wenn nicht sogar gesehen. Lasst euch nicht davon irritieren, dass ich hier jetzt kleine Schwenks mache. Was ich gerade geschildert habe, ist vorher aufgetreten, an der Stelle im Film, wo die Kamera auf einen Fleck gerichtet war. Dann haben wir unsere neue Spule an das Notebook angeschlossen. Sie ist noch empfindlicher als die bisher eingesetzte und wir haben auch sofort festgestellt, dass die erhöhte Energie wieder oder immer noch vorhanden war. Hier im Video sehen wir das Notebook auf der Bank. Es war etwas zu feucht, um es auf den Boden zu legen. Doch wir sind dann mit dem Notebook in der Hand weitergegangen, bis an die nächste Biegung, wo der Weg nach Süden abknickt. Dort schien die Energie nachzulassen, so als sei das Feld dort einfach zu Ende. Doch als Sonja die Spule um 90 Grad drehte, war sie sofort in der gleichen Stärke wieder da. Wir sind den Weg abgegangen, langsam, und haben dabei festgestellt, dass die Energie im Bereich der Wiesen in Nord-Süd-Richtung verläuft, sich am Rand der Wiese jedoch in Ost-West-Richtung dreht. Dabei bleibt sie genauso stark. So etwas haben wir bei unseren bisherigen Untersuchungen in dieser Art noch nie erlebt. Ein absolutes Novum. Als wir dann zurück zu der Bank gegangen sind, wunderten wir uns zunächst, dass die Energie plötzlich nicht mehr so hoch war wie vorher. Aber da hatten wir uns getäuscht, wie wir schnell bemerkten, sie war nur auf der linken Seite des Betonwegs niedriger. Am rechten Rand des Wegs war sie unverändert hoch. Hinter dem rechten Rand des Wegs befindet sich aber der Teil der Wiese, in der Astrid letztes Jahr stand, als sie das Foto aufnahm. Gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang? An dieser Stelle haben wir die Spule von der linken Seite des Wegs auf die rechte Seite des Wegs gelegt. Und hier erkennt man jetzt sehr gut auf dem Monitor, wie sich genau an der Stelle die Farbe ändert. Unten haben wir noch den etwas dunkleren Teil und nun kommt von oben eine fast weiße Fläche, das heißt eine um ein Vielfaches, wenn nicht viel hundert- oder tausendfaches höhere Energie als auf der anderen Seite herrschte. Wir erleben es immer wieder, dass an Orten, an denen wir solche Anomalien vorfinden, elektronische Geräte verrückt spielen. Die Kamera plötzlich nicht funktioniert oder auch sich Akkus schneller entladen als normal. Nicht nur wir kennen das, auch Kollegen haben das schon oft erlebt. Das alles konnte mir auch noch kein Techniker bisher erklären. Aber hat vielleicht diese Energie auch dazu geführt, dass Astrids Handy letztes Jahr einen Fehler produziert hat? Einen Fehler, den es eigentlich überhaupt nicht geben dürfte? Oder hat die Energie dazu geführt, dass dieses Bild der Frau plötzlich projiziert wurde? Und Astrid hat zufällig genau in diesem Moment das Foto gemacht? Naja, zufällig? Ich bin ja der Meinung, dass es gar keine Zufälle gibt, sondern dass alles mit Absicht geschieht. Ich lebe nun seit über 50 Jahren in der Nachbarschaft,
in Sichtweite dieses seltsamen Ortes. Ich sollte vielleicht endlich mal auf diese Besonderheit aufmerksam gemacht werden. Hier sehen wir die Baumreihe noch einmal von der anderen Seite, etwa aus der Richtung, in der ich wohne. Mit diesen Bildern will ich mich auch für heute verabschieden. Hier seht ihr nochmal das Foto, das Astrid gemacht hat. Und ich weiß eins, sobald das Wetter besser und die Wiese etwas trockener ist, werden wir zur Not mit Gummistiefeln unsere Untersuchung fortsetzen und euch über die Ergebnisse informieren. Bleibt dran und bis bald!